Heute geht's los. Heute werden wir aufbrechen Richtung Groudon. Hey Mike, und bist du soweit? Yes. Ich habe unser Inventar nochmal komplett geändert. Also, naja, nicht ganz komplett. Vielleicht so die Hälfte habe ich nochmal rausgetan und andere Items, die viel wichtiger sind für mich, reingetan. Aber dazu komme ich gleich. Wunderbar, dann wären wir startbereit. Wir sollten uns heute Nacht richtig ausschlafen. Morgen brechen wir dann mit frischen Kräften aus. Ja. Der Hype ist schon drin. Aber erstmal träumen wir wieder. Irgendwas. Ich habe wieder diesen Traum. Gardevoir. Morgen ist es soweit, nicht wahr? Morgen brichst du in den unterirdischen Dungeon auf. Ja, alle sagen, dass dieser Dungeon ein ganz schrecklicher Ort sei. Ich frage mich, ob wir das schaffen. Es wird alles gut. Ich bin mir sicher, dass du erfolgreich sein wirst, Mike. Du hast meine volle Unterstützung. Vertrau einfach auf deine Stärken. Das werde ich, danke. Ich fühle mich schon etwas mutiger und traue mich jetzt in diesen Dungeon. Übrigens, darf ich dich etwas fragen, Gardevoir? Wie ist es unter der Erde? Und wie ist Groudon so? Tut mir leid, das weiß ich leider nicht. Verstehe. Ich hatte irgendwie gehofft, du wüsstest vielleicht mehr, so wie du geredet hast. Nein, ich wollte dich nur ermutigen. Es tut mir sehr leid. Nein, das ist schon in Ordnung. Vielen Dank, dass du versuchst, mich aufzuheitern. Allerdings, es gibt doch eine Sache, die ich voraussehen kann. Ach ja? Deine Aufgabe hier. Sie neigt sich ihrem Ende zu. Meine Aufgabe hier endet bald? Du wurdest zu einem Pokémon, um eine bestimmte Aufgabe zu erfüllen. Sie hat dich hierher geführt. Und genau diese Aufgabe steuert nun ihrem Ende entgegen. Gardevoir, bitte verrate es mir. Was genau ist denn meine Aufgabe? Warum wurde ich zu einem Pokémon? Alles zu seiner Zeit. Ich denke, ich kann es dir verraten, wenn dieses Abenteuer beendet ist. Auf Wiedersehen. Verdammt, wir haben immer noch keine genauen Informationen, warum wir hier sind. Was unsere Aufgabe ist. Was der Sinn des Lebens ist. Was ist das hier eigentlich? Ist das eine Karte? Fällt mir gerade so auf. Ui, das ist tatsächlich eine Karte. Die ist ja richtig cool. Okay, aber egal. Das ist jetzt nicht wichtig. Gibt es sonst noch irgendwas, womit ich interagieren kann? Nur die Karte? Na egal, komm. Auf zum Dungeon. Morgen, Mike, hast du gut geschlafen? Okay, strengen wir uns an und retten Simsala. Ja, das ist der Plan. Gardevoir hat etwas zu mir gesagt. Sie würde mir alles erzählen, wenn das Abenteuer vorbei ist. Meinte sie damit etwa das anstehende Abenteuer im unterirdischen Dungeon? Wird sie mich in alles einweihen, wenn wir Simsalas Team gerettet haben? Hey! Sag mal, willst du dir einfach Wurzeln schlagen? Komm, gehen wir! Ja, schon gut. Let's go. Und ich sag kurz mein Inventar. Und zwar haben wir hier, das ist noch ungeändert. Wir haben hier das Item für Pikachu. Dann nehme ich ja eh fast sehr wenig. Deshalb kann er gerne mehr Hunger haben als ich. Dafür macht er fast 100 Damage pro Angriff. Das ist so krass OP. Dann gibt es hier noch die Sachen zum Schmeißen. Die werde ich gleich mal... geht gar nicht. Okay. Kraftbandana, eins für mich und eins für Magnetilo, die werde ich gleich im Dungeon ausrüsten. Zweite Seite, also wir haben unten noch hier drei große Äpfel. Man sieht's, macht alles, macht den ganzen Magen auf 100. Und der perfekte Apfel macht sogar mehr als das. Außerdem erweitert sich das Magenvolumen für die Dauer des Abenteuers enorm. So, und ich habe hier ein paar Sachen rausgetan. Ich habe, zum einen alle normalen Top-AP-Dingens weggetan, die Elixier reingetan. Jetzt habe ich nicht irgendwie verstanden, was sie machen. Von denen habe ich jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dabei. Die füllen nämlich alle AP auf von einem Pokémon, die ganzen AP von allen Attacken. Und das ist richtig gut. Auf dieser Seite haben wir 4 Sinelbeeren, 3 Belebersamen, einen normalen Belebersamen und... Ich habe alle anderen Samen weggetan, denn ihr wisst, ich liebe Belebersamen und die sind sehr nützlich und die können wir gut gebrauchen. Deshalb habe ich die einfach mal mitgenommen. Und hier habe ich so ein paar extra Items. Hier Zink, damit unsere Spezialverteidigung erhöht wird.
falls das brauchen, falls wir in einem Kampf sind mit gegen ganz viele Pokémon, die es da unten gibt. Ich will nicht spoilern. Und hier die Genauigkeit, die können wir auch gut gebrauchen, zusammen mit Zink. Es gibt noch den Flea-Orb, falls alles schief laufen sollte und ich meine, nicht noch ganz viele wichtige Items, die ihr nicht verlieren will. Zum Beispiel könnte ich ja den Mampfgürtel verlieren, das wäre schrecklich. Ja, deshalb den Flea-Orb, falls irgendwas schief gehen sollte. Dann haben wir noch den Allausweich-Orb, ist genauso wie für die anderen Sachen, Tempo-Orb auch. Schlafzweig dann für Groudon, damit ich ihn erstmal einschläfern kann, damit wir etwas mehr Zeit bekommen. Und ich nehme zur Sicherheit mal die Einladung mit, vielleicht finden wir irgendwo einen Briefkasten. Ja, ich habe keine Ahnung, ich nehme es einfach mal mit. Die Magma-Höhle wurde freigeschaltet und da gehen wir jetzt hin. Oh yeah, Items geben, kann ich das jetzt schon machen? Yes, das Craft-Bandana. Und du, Magnetilo, du kommst mit. Oh yeah. So, ich habe wirklich richtig Angst, aber wir schaffen das. Ich bin aufgeregt. Wir sind da. Das ist die unterirdische Höhle, in der Groudon lebt. Sieh dir nur diese Lavaströme an. Beim bloßen Anblick laufen mir schon die Schweißperlen die Stirn runter. In diesem Land herrscht garantiert eine unerträgliche Gluthitze. Es sollten schon andere Retterteams hier sein. Nichts wie rein und geben wir immer unser Bestes. Okay, hey. Und ich habe Albträume von diesem Dungeon. Wegen den Monsterhäusern. Okay, hier sieht es überhaupt nicht dunkel aus. Vielleicht wird es in den nächsten paar Räumen dunkler, dieser Dungeon. Den Dungeon habe ich nämlich sehr dunkel in Erinnerung. Ja, nicht so. Warum gibt es ja Radikal? Dich habe ich aber nicht in Erinnerung. Ja, ich, das ist, also ich habe ja im Feuerberg ja richtig gefailt. Und das gleiche erwarte ich ja auch. Deshalb habe ich so viele Belebersamen dabei. Weil ich habe richtig Angst vor diesem Ort, denn ich weiß, er ist schwer. Oh, ich wünschte, ich könnte sagen, das wäre der schwierigste Ort. Wenn wir den durch haben, haben wir das Ganze durch. Ah, nein. Es gibt noch schwerere Orte. Zu denen kommen wir aber erst noch. Dun, dun. Wo ist nur die Treppe? Und dieser Ort ist übrigens sehr lang. Hier ist ein Glitzerort. Teambeleberorb. Packen wir mal dafür einen Zink weg und trinken das sofort. Ja, kann ich gern trinken. Also noch haben wir keine Feuer-Pokémon gesehen. Sehr gut. Gehen wir weiter. Ich finde den Remakes in diesem Spiel etwas seltsam. Ich finde okay, aber mehr auch nicht so wirklich. Hey, was willst du denn hier? Nidoqueen, habe ich auch noch nicht gesehen. Aber ja, kann sein, dass die vorher auch schon gab hier. Und ihr seht schon, wie viel Damage der macht. Okay, wir haben ihn down. Hier ist ein Shop. Da gehen wir erstmal hin. Oh, oh, das ist kein Shop. Es ist eine Monsterfalle. Von denen hatte ich Angst. Monsterräume sind gefährliche Räume, in denen viele Gegner erscheinen. Da sie zu dir mit Fallen gespickt sind, ist dort äußerst Vorsicht geboten. Wenn du einen Monsterraum findest, solltest du Ruhe bewahren und dir überlegen, ob du nicht lieber sofort wieder verkehrt machst. Ja, willkommen in meinen Albträumen. Hier endeten alle meine Versuche früher. Und meistens kommen die eigentlich immer relativ am Ende. Aber so wie es aussieht, gibt es ja dafür aber jetzt gerade ziemlich viele Items, wenn wir es schaffen. Aber nein, danke. Oh Gott, oh Gott, Pikachu ist tot. Da geht das erste, da geht der erste Beliebersamen erstmal fliegen. Oh Gott, weg hier! Was zum... Oh nein! Weg hier! Ja... Ja, gib mir eine Siedelbeere. Ist eine gute Idee. Pikachu, was machst du denn? Du musst mitkommen! Du kannst das nicht... Wisst ihr jetzt, warum ich Albträume in diesem Dungeon habe? Okay, das bringt nichts. Wir müssen helfen. Was macht Pikachu da? Renn weg. Okay, Bisasam hilft mir. Aua. Ja, heil mich mal.
Nice. Und dann... Nein, ich musste mit Pikachu die anderen wegdrücken. So. Ja, dann, komm, greif mal mit an. Und ich habe gesagt, ich spiele nicht mit Pikachu. Und jetzt mache ich's doch. Warte, da unten ist noch einer. Oh, ich sehe es gerade. Da unten ist wirklich noch einer. Ich kill den mal kurz. Bam. Okay, der haut jetzt schon mal ab. Okay, einen Sandern haben wir. Ein weiteres Sandern haben wir. Oh, sollen wir nicht doch nochmal rein? Komm, wir gehen nochmal rein. YOLO. Bam. Das sind nur Sandans. Als ob die so viel können, oder? Achso. Ja, da muss ich doch gerade mit Pikachu spielen. Oh Gott. Bam. Okay. Oh, lol, Sandern will sogar in unser Team. Ja, also, wenn du das überleben solltest, Sandern, ne? Ich halte dich nicht. Aber mal gucken. Bam. Ach, verdammt. Komm, ich will mit dir zusammen spielen. Da oben sind aber jetzt Items, an denen wir jetzt gerade hin. Was haben wir denn? Teambeleber-Orb. Großen Apfel. Hier ist noch ein Push. Hier ist noch ein Push. Der aber weggegangen ist, aus irgendeinem Grund. Okay. Oh, diese Albtraumsmusik, aber ich finde die so geil. Im Remake ist die noch viel besser als im Original. Also hier. Ja, setzen wir mal ein. Was ist das für eine TM? Die interessiert mich gerade am meisten. Oh nein. Auch noch in die Lava. Ach, das ist doch nicht euer Ernst, Alter. Nein. Lass mich durch hier. Was ist denn das? Lichtschild. Nee, nehme ich nicht mit. Mini-Belebersamen. Den nehmen wir definitiv mit, du. Aber warum haben wir Samen? Ich will keine Samen. Musik spielt leider immer noch, aber ich glaube, das geht dann nur noch so lange, bis wir die Ebene beendet haben. Hier ist ein Nidoking. Die männliche Version von Nidoqueen. Macht ja auch Sinn mit dem Namen. Schlafzweig, okay. Weiter. Okay, die Musik geht auf. Oh Gott, da oben ist ein weiterer Monsterraum. Also man sieht jetzt Monsterräume und Monsterräume werden belohnt mit ganz vielen Items. Okay, damit kann ich ja schon mal überlegen, dass wenn ich die Treppe nicht finde, dass ich da dann mal vorbeischaue. Aber am besten vermeiden. Ihr habt ja gesehen, wie viele Beleber das kostet. Aber es kann sich lohnen. Aber jetzt gerade ist unsere Hauptpriorität, hier durchzukommen und mehr nicht. So gibt es später noch Checkpoint, allerdings, ja, was soll ich dazu sagen? Kommt halt ganz am Ende erst. So, hier schnell da unten zur Treppe. Weiter geht's. Oh, ein Sternlu. Ist ein Wasser-Pokémon, könnte uns tatsächlich helfen. Hm. Verfehlt doch nicht, Leute. Als ob der mich angreift. What are the chances, Alter? Weg mit dir. Killt ihn. Okay, er trifft mich. Bam! What? Ein Nidoqueen. Das ist richtig stark, das Ding. Yes, man. Aber wie gesagt, ich heile euch nicht, Leute, ne? Ist starfer Hunger. Aber ich habe nur große Äpfel. Warte mal da. Vielleicht kriege ich ja gleich nochmal einen normalen Apfel, sonst nehme ich dich nicht mit. Auch wenn es ein Wasser-Pokémon ist. Es ist nur ein normales... Was? Die KP seines Trägers verlieren sich schneller als gewöhnlich. Können wir mal mitnehmen. Was tue ich denn dafür weg? Ein Samen. Das könnte nämlich nützlich sein. Deshalb lasse ich dich da erstmal da. Tut mir leid, mein Freund. Nichts Persönliches gegen dich, aber ich brauche halt alles noch. Oh Gott, ich will einfach nur schnell weg. Ja, es tut mir leid. Ich muss hier schnell weg. Ich werde es bereuen. Ist mir aber gerade egal. Oh Gott, da oben ist noch ein Monsterraum. Ich ignoriere die jetzt extra. Ich habe keine Lust auf Monsterräume. Die gibt es nämlich so viele von denen. Und ich kriege da nur Albträume von. Also lassen wir es.
Willst du? Okay, alle wollen nach oben, dann gehen wir nach oben. Oh, ich mach zweimal hintereinander mit einem Crit bei einem. Oh, ein X-Bart. Oh, oh, da sollte man aufpassen. Das Ding kann richtig Schaden machen, wenn man nicht aufpasst. Seht ihr? Es lebt noch? Heil mich mal. Ist eine gute Idee. Okay, es piekst mich nur. Schnell. Zack. Besiegt. Gehen wir nach oben. Wir gehen mal nach rechts. Okay, nice. Was ist das da unten? Einen kleinen Kiesel. Okay. Machen wir weiter. So, gucken mal, was wir noch so finden können. Da unten ist ein großer Apfel, den essen wir mal. Nice. Geh mal hier oben lang. Noch kein Monsterraum. Komm, wir gehen mal in den Monsterraum hier. Oder ist das einer? Nee. Es sind einfach nur viele Items. Cool. Nice. Gehen wir nach rechts. Auch wenn da gerade viele Gegner sind, wie ich sehe. Das passt schon. Was willst du? Ich bin effektiv gegen dich. Ja, hier gibt es ganz viele Georoks, Geowatts. Später gibt es dann noch Elektroballs. Und hast du nicht gesehen? Und ja, das wird dann noch schwer. So, aber du wirst erstmal sterben hier. Eine Linkbox hätte ich vielleicht mitnehmen können. Eine hübsche Box. Why not, ne? Habe ich keine Samen normalen mehr. Ja, dann lasst uns doch. Nee, lohnt sich nicht. Ich lasse sie mal da. Ich weiß nicht, ob da wirklich sowas Tolles drin ist. Deshalb lassen wir es erstmal. Kommt mal her, Leute. Geh mal hier lang. Obwohl nach unten wäre klüger gewesen. Aber ich weiß, mich verfolgt gerade ein Pokémon, Leute. Ich weiß. Oh nein. Nidoqueen, schaffst du das? Nein, so nicht. Oh oh. Ein X-Bart. Nein. Ich geb meine Mini-Belebersamen. Ich gebe dir noch eine Chance. Okay. So. Nach rechts. Yes. Oh, lucky. So, wir sind erst bei U7 und ja, super. Und was jetzt? Nein, lasst es sein. Ich greife von hier aus an. Oh, es ist noch tot. Okay, super, es ist gestorben. Warte, da oben sind Items. Wenn das eine Monsterfalle ist hier oben, ne? Dann wäre ich aber sauer, du. Hör mal auf, du! Ah, super, das Pikachu und Mogelbaum. Achso, die können gar nicht mehr. Mogelbaum. Was glaube ich? Mogelbaum. Magnetilo. Wie komme ich auf Mogelbaum? Meine Güte. Bam. Boah, jetzt. Komm, stirb einfach. Okay, es ist kein Monsterraum. Aber. Dennoch sind hier sehr viele Monster. Das könnt ihr mal trinken. Wer braucht denn am meisten? Du mit Ampelleuchte. Ampelleuchte ist wichtiger. Zack. Trink mal schön. Ich gehe schräg hier noch hin. Ihr macht das schon, oder? Bam. Seht ihr das, wie viel Damage Pikachu macht? Ich find's einfach so krass. Hier, Igelsamen. Muss nämlich etwas taktischer gehen. Und nicht durchrushen. Das funktioniert nicht. Dann wird die Folge halt länger. Und wir machen eine Zweierfolge draus. Ja, hier, nimm eine Siebeere. Passt schon. Okay, ich gehe auf das andere. Denn ihr macht das hier schon, ne? Ach, ihr macht das schon. Ich gehe auf das andere. Weil ich auch mal angreifen darf. Darf ich mal angreifen? Okay. Bam. Was? Ich hab doch... Lalalala. Ich hätte vielleicht einen Apfel wegtun sollen und vielleicht noch einen Top-Elixier reintun sollen dafür. Ach, keine Ahnung. Ja, das hier müssen wir wecken. Ich sehe keinen Umweg. Ja, von der anderen Seite vielleicht. Ja, ne. Was? Wer ist gestorben? Okay, hier, Belebersamen. Magnetil ist wichtig von der Ferne. Nein! Ah, ist das schwer. Einen gebe ich dir noch.
Aber beim nächsten Mal nicht mehr. Ich weiß nämlich selber nicht, wie viel ich noch habe. Ich denke mal nicht, dass ich noch viele habe. Oder? Oh Gott, wie viele Samen ich habe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh Gott, nee, ich benutze jetzt keine mehr für meine Freunde. Also, ich habe ja Teambeleber-Orb, deshalb. Oh, nice, ich krieg ein Level-Up, das habe ich nötig. Alle haben es eigentlich nötig, aber irgendwie auch immer. Level 28. Nicht schlecht, Herr Specht. So, weitergehen. U8. Es ist noch nicht mal die Hälfte, Leute. Und jetzt sieht es schon viel mehr nach meinen Albträumen aus. Oh Gott. Oh Gott. Oh, Treppe. Verdammt, was mache ich da? Egal, einfach durch. U9. Wo ist ein Glitzerort? Ja, den macht er schon, das Magma. Was haben wir denn hier für ein Item? Nice. Top Elixier, das kann Pikachu kurz trinken. Ich nehme mir kurz. Ihr nehmt die Schatztruhe und ich nehme das. Warum habt ihr jetzt die Schatztruhe nicht genommen? Oh Gott, das ist ein. Egal, ich nehme die Luxus. Es ist eine Luxus. Luxus. Ich kann nicht reden. Luxusbox. Die lohnt sich natürlich. Wie viele Belebersamen ich jetzt schon verschwendet habe. Und wir sind noch nicht mal bei der Hälfte. Oh Gott. Aua. Nidoqueen, hilf mal. Das ist mir egal, ob Nidoqueen jetzt stirbt. Ich kann jetzt in diesem Augenblick nicht drauf achten. Zack. Nein. Ich war am Überlegen, aber nee. Lieber nicht. Achso, ich kann nicht angreifen. Dann mach du mal. Okay, ist down. Nein, da hinten ist noch eins. Verdammt, wer greift denn an? Liegt noch mal die Tilo? Das ist nicht gut, dass mal die Tilo vorne ist. Okay, es ist schon down. Gehen wir nach links. Treppe. Du kommt gerade ein Gegner, aber egal. U10. Dün. Und mein Bildschirm geht aus. Du. Wo wollen wir lang? Hi. Nein. Lieber nicht. Ich setze mal lieber kurz ein Item ein. Ein Top-Elixierchen. Das trinke ich mal lieber. Ja. Okay, du machst das, Pikachu, bitte. Danke. Da war noch ein Pokémon, oder? Oh Gott, ja, natürlich war da noch ein Pokémon. Okay, sorry. Ein Arbok. Doch, ich habe gar keinen Bock auf das Arbok, also verschwinde. Bam. Da hinter uns ist noch eins, aber das ignorieren wir. Denn wir gehen einfach weiter. U11. Oh, ein Austoss. Ist es denn männlich oder weiblich? Okay, schon mal, der musste sein. Und Flunkiefer. Das ist eine schöne Überraschung, dich hier zu sehen. Und tschüss. Ah, es ist auch ein Wasser-Pokémon. Also, nee, wir haben schon genug Leute hier. Ich will nicht so viele haben. Ich muss ihm auch noch ein Item geben und weiß ich nicht. Was habe ich denn? Einen großen Apfel? Ja, dann, okay, dann komm, dann holen wir uns das. Wenn ich gerade einen großen Apfel bekommen habe, dann holen wir uns das. Das Arbok macht ja schon, ne? Nice. Oh Gott, da ist noch eins. Hilft mir! Leute, ich brauche Hilfe! Ja, so sehe ich das gerne. Nice. Bam! Schlammbad und du bist weg. Oh nö. So, ja, dann geben wir dir mal einen großen Apfel. Austausch könnte sehr, sehr hilfreich sein, weil es einfach Wasserattacken drauf hat. Wir können zwar nicht rekrutieren, aber es kann uns ja begleiten. Ausweichrhythmus. Wird ein Teammitglied innerhalb einer Runde angegriffen, steigt dabei jedes Mal sein Ausweichwert. Der Effekt hält nur eine Runde lang an, aber es kann sehr hilfreich sein, wenn der Pokémon getroffen wird, während es sich konzentriert, einen Angriff vorzubereiten. I do not know, was das Minen tun, aber wie auch immer. Wir gehen zu der Treppe, die hier sich irgendwo befinden soll. Da. Hier ist sie.
Okay. Okay, nicht so schlecht bisher. U12. Oh Gott, ein Schal. Unfähigkeitsschal. Okay, Bro. Da ist ein Gegner. Der macht mir Angst. Deshalb Egelsamen. Keine Sorge, ich setze gleich den Apfel ein. Jetzt aber noch nicht. Warte, Pikachu bekommt so oder so Hunger. Boah, ich habe nicht mit Pikachu gespielt. Und ich habe das Gefühl, der kriegt... Ja, der kriegt auch Hunger. Wegen dem Ring. Wegen seinem OP-Ring kriegt er auch Hunger. Ja, aber ganz ehrlich, dann gebe ich ihm auch einen Apfel. Ich meine, hier beim Glitzerort könnte es auch ein Apfel sein. Von daher... Ah, komm, können wir gleich mal einsetzen. Ich will das gar nicht haben. Hier ist noch etwas Geld. Und dann gehen wir... Oh, bitte mach das Vieh down. Ich will weitergehen. Meine Güte, Mann. So. Ich mache hier mal kurz einen kleinen Cut. Wir sehen uns gleich. Machen wir weiter. U13. So, und ich habe mich dazu entschieden, hin und wieder mal in ein paar Monsterräume zu gehen, weil warum nicht? Wird ja bestimmt lustig dann. U14. Macht sich auch gut auf Titel und Thumbnail. Ja, wie auch immer. Sandan, bitte pass mal bitte auf, dass du nicht sterben gehen tust. Ja, ja. Zack. Geht das Ding down. Gehen wir mal nach unten. Aber ich hoffe mal, dass es auch... Okay. Nee, ich hoffe mal, dass es auch Monsterräume ohne Andeutungen gibt, so wie im Original. Weil sonst wäre es ja schon was zu einfach, finde ich. Oder was meint ihr? Und ich habe gerade Angst, weil es ist ein Makagro. Es ist ein Feuer-Pokémon. Ich bin Pflanze. Es ist weiterentwickelt. Das ist die Weiterentwicklung von Schneckmark, für die es nicht wissen. Das Schneckmark, was wir schon im Feuerberg mal gesehen haben. Also hier ist schon mal weiterentwickelt. Und ich werde ganz langsam schwindelig. Ja, sobald ich auf Null bin... Er sich einen Apfel, einen großen. Und Pikachu gleich auch. Hier können wir weiter rein. Oh, nicht Knuddler. Knuddler ist sehr gefährlich. Da soll man echt nicht mit spaßen. So, wo kommen wir hier hin? Wo kommen wir hier lang? Oh, Geld. Eine Treppe. Da will ich auch gerne hin. Okay, wir kommen ziemlich weit. U15. Oh, was? Was ist das für ein Pokémon? Ich erkenne es gerade nicht. Ach, ist das ein Litumief? So hieß es doch, oder? Hieß das Litumief? Tut mir leid, Bro, ne? Aber ich werde dich hier erstmal da lassen müssen. Ihr macht das Flunkiefer down. Ich hole mir so lange das Item hier. Setz es gleich mal ein für eine Ampelleuchte hier. Zack. Und dann gehen wir in die Treppe. Wir werden in diesen Ort auch nochmal zurückkommen irgendwann. So wie jeden anderen Ort, aber jetzt geht es ja eh nur darum, zu Groudon zu kommen. Und ich bin froh, dass es so einfach läuft bisher. Ja, ohne zu helfen. Es tut mir leid. U16. Stern, du ist wieder back am Start. Wo dahin? Oh, ich habe keinen, okay, dann essen wir mal einen großen Apfel. Zack. Okay, und Pikachu kriegt auch gleich einen. Und Pikachu kriegt auch langsam Hunger, auch wenn ich gar nicht mit Pikachu spiele. Oh Gott, das war eine dumme Idee. Du. Ich begleite sterben, deshalb muss ich Nidoqueen nach vorne packen. Nidoqueen, du musst das schaffen, ne? Bam! Okay, gut gemacht. LOL! Makagro will bei uns mitmachen. Naja, für zwischendurch ist es noch okay. Okay. Wollen wir dann wirklich das Sterndu retten? Der will einen Apfel. Und ich habe eigentlich nicht so viele Äpfel mehr. Und Pikachu kriegt jetzt auch einen wieder. Deshalb, nein. Ich sag lieber nein. Ein Smogon! Die sieht man auch nicht alle Tage. Bam. Und von beiden Seiten kommen gerade Gegner. Oh oh. Das ist nicht so gut. Von oben und von unten. Pikachu kümmert sich um das da unten. Wir kümmern uns das da um das da oben. Da ist es auch schon. Bam. Wir können es sogar schon erreichen. Okay. Da geht's down. Ja. Dazu sage ich mal nichts. Oh, hi. Na, wie geht's dir denn so? Bam.
Oh, ja! Es lebt nicht mehr, ja. Hehehe. Was? Was haben wir hier? Schützerbandana. Ah, alles klar. Gehen wir mal hier nach unten. Würde ich sagen. Hier ist nicht die Treppe. Versuchen wir es hier. Yes. Okay. Ja, tut mir leid. Ich kann jetzt nicht jeden retten, du. U17. Du, du. Du, 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 du. Oh, oh. Da ist ein weiteres Makagro. Das geht auf mich wahrscheinlich, weil ich der Leader bin. Und ganz, und der mich zuerst halt sieht. Pürsifbeere. Aber es ist nur für Gift und schwer vergiftet. Das werden wir hier nicht sein. Wahrscheinlich. So, wir gehen erstmal auf das Smogon. Und dann würde ich sagen, gehen wir nach links. Gott, kill es doch endlich, Mann. Obwohl, ja, komm, gehen wir lieber nach rechts. Zack. Wo sind die Treppen? Die wollen nur hier raus. Die kämpfen dagegen irgendwen. Das wäre aber gerade ziemlich egal. Bam! Du, du, du. Oh, 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 no. Ah, Pikachu braucht einen Apfel. Okay. Hier, ich gebe Pikachu mal einen großen Apfel. Zack. Damit du wieder schön OP bist, Pikachu. Wir ignorieren das Pokémon, was hinter uns ist. Und gehen hier lang. Gehen nach unten. Machen alles frei, ungewollt. Super. Okay, das Pokémon ist eh schon down. Und hier ist die Treppe. Perfekt, perfekt. Wir kommen näher, oh mein Gott. 18. Wir kommen dem Ende immer näher. Was? Wen hast du da jetzt? Okay, hab niemanden gesehen. Bin wohl blind. Du, 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 du. Da, na, 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 na. Was ist denn da oben? Geld. Und dafür bin ich nach oben gegangen. Man könnte bitte aufhören, ich will euch nicht wegschubsen. Das verbraucht nämlich... ne? Hunger, Essen, was auch immer. Ja, ich werde mir gleich einen Riesenapfel einfach reindrücken, wenn ich low bin. Nur was ich da mit Pikachu mache, weiß ich nicht. Dann gebe ich einfach einen Teambeleber ab, aber wird das bringen? Wird das was ändern an dem Hunger? Oh, Magnetilo kriegt ein Level Up, Level 23. Das ist schön. Eure Level... Spiegel-Safe! Oh, das ist geil. Lala. Mhm. Das ist eine gute Frage. Machen wir Lichtschild weg dafür. Oder? Warte, fügt den Gegner Schaden zu und senkt manchmal dessen Genauigkeit. Schaden durch... Spezialattacken. Machen wir trotzdem Lichtschild weg. Ich bin einfach ein Fan von Spiegelseif. Gut, dass ich die Fähigkeit dazu habe zu cutten, denn heute gibt es anscheinend sehr viele Cuts. Da geht auch die Cuts ab, ey. So, zum Glück verfehlt es. Oh Gott. Tschüss. Oh no. Das ist überhaupt nicht gut. So, Igelsamen und nochmal Igelsamen anscheinend. Eisenschweif reicht aus. Perfekt. Leider sind wir beide fast down. Und da kommt gerade ein Smogon auf mich zu. Und es greift mich an und ich bin tot. Kein Item. Und dann gehen wir auf Teambeleber Orb. Setzt ihn ein. Und Mike lebt wieder. He, 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 he. Du, 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 dum, dum, dum. Was? Ach so, ich habe keinen AP mehr. Upsi, dup. Lupsi. Bam, 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 bam. Das ist down, aber es kommt ein Rizeros, Leute. Ein Rizeros. Niemand kann mir sagen, dass das Ding schwach ist. Das Ding ist eine Maschine. So, aber es ist down. Zum Glück. Da unten ist irgendwas. Ich will gucken, was es ist. Was hast du da? Einen Vital-Orb. I do not know, was der tun mag. Aber egal. Geh mal nach rechts. Ne, da kamen wir. Von da. Oder? Nein! Oh Gott! Ich wäre fast weggegangen. Aber hier ist noch ein Raum. Hab ich ganz genau noch gesehen. Okay, U19. Wir kommen dem Ende näher. Ein weiteres Litumief.
falls das ist. Wenn es nicht ist, dann egal. Ich werde es auf jeden Fall nicht retten. Ich habe nämlich nichts, damit ich es retten kann. Oh Gott, wie viele Gegner hier sind. Verdammt, dann gehen wir halt nach rechts, wenn da die Gegner sind. Na, na, na. Du, 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 du. Wir haben bei alle keine AP irgendwie mehr. Verdammt. Aber Pikachu geht's mit dem Hunger noch gut, ne? Ja doch. Ne, Schleimkost nehmen wir nicht mit. Magnetilo? Egal. Der versteht's nicht. Oh, nice, ich sehe die Treppe. Ja, sorry, Mann, ne, aber ich muss weiter. Wir kommen ja echt gut durch. LOL?